Hallo liebe Kino.de-User, falls ihr euch fragt, wo wir gerade hier unterwegs sind und was diese illustren Herrschaften hinter mir so treiben, ihr Kostüm verrät das vielleicht schon ein bisschen. Wir sind hier bei einem Star Wars Event, denn am 4. Oktober ist der Triple Force Friday, wo einige neue Fanartikel und Merchandise-Produkte veröffentlicht werden. Und was euch ab dem 4. Oktober im Handel erwartet und was diese Produkte vielleicht alles über diese neuen Werke verraten, das zeigen wir euch jetzt. Wir sind jetzt im Hauptraum des Triple Force Friday Events und wie ihr hinter mir unschwer erkennen könnt, gibt es hier natürlich auch ordentlich neues Merchandise zum neuen Star Wars Film, aber auch zur ersten Realserie The Mandalorian und dem neuen Videospiel Jedi Fallen Order. Wir stellen euch gleich den neuen Druiden aus Star Wars 9 vor, beziehungsweise die Version, die ihr euch tatsächlich nach Hause holen könnt. Und ein neues Lichtschwert, das vermutlich der Traum aller Kinder und wahrscheinlich auch der Albtraum aller Eltern sein wird. And then the yellow button is character sounds. That's terrible. Ah, okay. Wir sind jetzt hier im Lego-Funko-Pop-Raum. Im Hintergrund seht ihr vermutlich schon einige durchaus beeindruckende Modelle, die wir uns gleich natürlich noch vom Nahen angucken. Und wie schon erwähnt, Funko Pop ist ja auch vertreten, deswegen dürft ihr auch gleich nochmal einen Blick auf einige dieser süßen kleinen putzigen Figürchen erhaschen. No, so my toys will be the first Star Wars merchandise I have. I actually do have, I have a little stormtrooper version of Finn. I want the Funko. Funko? Of your own character or another one? Yeah, I want my one. I think it's so cute. I'll probably give it to one of my family members, but it's so cute. And I've seen them in shops and stuff, and so it's kind of weird that I have one of my own now. Yeah, it's crazy because, you know, I think it's, you spend so much time creating the character and finding what's the right costume and what's the right look for the character, and then suddenly to see that portrayed on a toy is like, you know, it's great, and you can see the image of it and it reflects what your character is, and it's a great way to round off a really brilliant experience working on Star Wars. Her name is Jana. She is a warrior. And she comes into contact with the rest of the team and kind of works with them to try and fight the big threat that is coming in this last film. You know, I'm getting to see it from the outside as a fan. I've gotten to watch these movies, so it feels strange to now be a part of them. No, they're keeping it a secret from all of us. I think the intention is that we see it with everyone, so that at the premiere. Yeah. And if not, I think I'll try and keep it like that, because I want the energy and I want to see it with my family. Wahrscheinlich jeder von uns hat sich als Kind gewünscht, in einem X-Wing mal zu sitzen. Ich habe jetzt tatsächlich dazu die Möglichkeit und die werde ich natürlich auch wahrnehmen. Ihr merkt es wahrscheinlich schon an den Lichtverhältnissen, das Event zum Triple Force Friday nähert sich jetzt seinem Ende entgegen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen, habt vielleicht das ein oder andere Produkt entdeckt, das euch gefällt und das ihr euch eventuell sogar holen wollt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich versuche noch irgendwie diesen X-Wing da hinten in mein Handgepäck zu schmuggeln.